Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen mal wieder Mario Kart Wii und da ist ein toller Typ in den Raum reingekommen, sehe ich gerade. Und ich begrüße übrigens meinen Gast hier, den Nixan, den ihr hier in der Auswahl schon seht, den meine ich eigentlich nicht. Wunderbar, Grüße zurück. Toller Typ. 4TL Hex MKW, das klingt vielversprechend. Oh je. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ich war gerade mit den Gedanken völlig woanders, aber okay. Ist das der Entstellte? Ja, so ein bisschen. Der N64 Bowser's Festung wählt hier? Darauf habe ich jetzt ja, doch, das ist er, ja. 35.000 Punkte, das, gut, okay. Dann wird der Start jetzt bestimmt gleich lustig. Okay. Ja, wir haben uns hier versammelt, ja, zu einem gar glorreichen Anlass. Oh ja. Schön. Glorreicher Anlass trifft's. Glorreicher Anlass, genau. Okay, versuchen wir das Ganze irgendwie über die Bühne zu bringen. Mal gucken, wie es wird. Glorreicher Anlass, Mario Kart Wii. Die letzten Tage stehen uns irgendwie bevor. Kurz. Leckt das gerade bei dir? Ganz leicht. Gibt's da mittlerweile neue Cheats oder so? Womit man das Zeitgeschehen so ein ganz klein bisschen anhalten kann. Also bei mir läuft es in Zeitlupe. Ja, lief es. Das war sehr seltsam. Okay, ich versuch's nochmal mit der Einleitung. Mario Kart Wii und so. Ja, wir haben nicht mehr lange Freude dran, weil die Server werden bald abgeschaltet. Und zu diesem Anlass habe ich mich ja mit ein paar Leuten auseinandergesetzt und mal so gefragt, ob die vielleicht mit mir spielen wollen. Und der Nixan hat zugesagt. Und deswegen seid ihr hier. Kein Weg vorbei, ne? Ja, ich meine, es bietet sich ja auch für dich glorreich an. Du hast sehr viele Mario Kart Wii Parts auf deinem Kanal hochgeladen. Könnte man so sagen, ja. Du hast sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbracht und unterm Strich, was würdest du sagen? Hast du schätzen und lieben gelernt oder war es im Endeffekt alles vertane Zeit? Also ich bin in jeder Hinsicht total überrascht gewesen, dass ich mich irgendwann nochmal so an das Spiel gewöhnen konnte. Aber am Anfang hätte ich wirklich gedacht, dass ich mit dem Spiel nie warm werde. Ich hab's gehasst. Aber bestimmt auch hauptsächlich wegen der allgemeinen Mechanik und so weiter, ne? Damit man da erstmal ein bisschen reinkommt. Ja, also für mich war ja das letzte Mario Kart, das ich gespielt habe, das auf dem N64. Double Dash habe ich mir nur mal so kurz angeguckt und das war's. Und es war für mich so eine andere Welt. Es ist alles so anders von der Fahrerei, von den Items, von der Spielerzahl, von den Bahnen. Da erstmal reinzukommen, das war nicht leicht. Generell natürlich Online-Modus und solche Geschichten. Ich weiß nicht, inwiefern du Mario Kart 64 und solche Konsorten früher Multiplayer zocken konntest. Ja, ich hatte ein paar Freunde, mit denen hat es sich schon gelohnt zu zocken. Die hatten auch was drauf. Einer war sogar deutlich besser als ich, obwohl er das Spiel nicht mal hatte. Aber das ist sowieso so ein Rennfreak. Mit dem war es schon immer heiß. Also mit dem zu fahren, das war schon top. Aber nichts im Vergleich zu online mit 12 Spielern. Ne? Ja. Wann hast du nochmal mit deinem Let's Play angefangen für Mario Kart Wii? Das ist doch eigentlich 2011, 2012 oder so? Das ist bestimmt 2 Jahre her, ja. Und dann über 200 Parts. Das ist, das nötigt mir Respekt ab. Zumal ich früher angefangen habe und nicht gar so viele Parts habe. Es war sehr beliebt und ich habe das Spiel ja auch lange nicht so viel gespielt wie du insgesamt, weil ich ja viel später angefangen habe damit. Und ja, dann kann man auch ruhig mal ein paar Parts mehr machen, ne? Ich meine, dass du irgendwann die Schnauze voll hast, wenn du das Spiel schon seit 8 Jahren spielst oder okay, seit 6 Jahren oder wie lang. Das kann ich verstehen, aber für mich war das Spiel zu dem Zeitpunkt, wo ich das Let's Play angefangen habe, neu. Mhm. Also ich kam wirklich erst spät rein. Auch jetzt muss nochmal ein Blauer kommen, das finde ich aber gar nicht nett von euch. Ich finde es übrigens gerade faszinierend, dass wir uns echt gut halten. Trotz Cheater, ne? Richtig. Und die ersten 2 Plätze, glaube ich, gemacht haben, oder? Ja, sieht zumindest danach aus. Aber die Slowdowns sind echt pervers. Richtig. Ja, jetzt bin ich am überlegen, ob wir direkt in den Raum wechseln oder nicht. Weil das ist, abartig. Allerdings. Ja, vielleicht sollten wir wirklich gleich einen Raum wechseln. Ja, der wird wahrscheinlich im Raum bleiben, deswegen das ist ein bisschen... Ja. Er hat ja hier auch 12 Leute zur Auswahl, die er ärgern kann. Oder 11. Aber gucken wir vorher nochmal kurz auf die Endabrechnung und sehen an der Stelle, dass Nixon knapp gewonnen hat. Bei mir war ich auf 1. Ja, also bei mir warst du im letzten Moment, in der letzten Sekunde auch auf 1. Aber wir haben ziemlich viele Punkte durch ihn bekommen, das muss man mal sagen. Ja, wenigstens etwas. Okay, Spiel beenden. Ich suche einen neuen Raum, beziehungsweise du kannst vielleicht parallel auch einen neuen Raum suchen und derjenige, der einen besseren hat, der kann dann zu einem anderen joinen, würde ich sagen. Genau. Und ich weiß nicht, inwiefern du das die letzten Tage mitbekommen hast mit Mario Kart 8 und dergleichen. Hast du die Direct-Präsentation angeguckt?
Nee, ich gucke mir die Präsentationen allgemein nicht an, weil ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ist irgendwas Neues, Interessantes dabei rausgekommen? Es waren einige interessante Dinge, ja. Ich meine, die Präsentation selber war auch eine halbe Stunde lang, von daher, da hatten sie Zeit genug, mal ein paar Dinge zu verpacken. Und also ich muss sagen, das Video hat mich schon, ja, begeistert wäre jetzt vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber irgendwie, ich halte mich mit sowas ja immer ein bisschen zurück. Nichtsdestotrotz, ich freue mich ziemlich auf das Spiel und ja, jetzt noch einen Monat zu warten, das ist echt schwer. Ja, also gut, es ist wirklich doof, wenn man jetzt hier sitzt und wirklich nur auf das Spiel wartet und dass dann jetzt auch noch Mario Kart wie vorher abgeschaltet wird, ist auch sauschlecht vom Timing, finde ich. Weil sonst könnte man die Zeit ja wenigstens damit noch überbrücken, wenn man das will. Richtig, ja, aber 10 Tage vorher. Ich habe übrigens einen tollen Raum gefunden, glaube ich, dummerweise mit 12 Spielern. Okay. Bei mir steht noch ein Moment, bitte. Ich kann es dir noch nicht genau sagen. 6 Spieler, irgendwas. Bist du schon im Rennen drin, oder? Nee, im Moment versucht er gerade zu verbinden. Also er hat mir eben nur die Spieler angezeigt und jetzt werde ich hoffentlich gleich sehen, was da läuft. Wenn da auch wieder ein Spieler dabei ist, können wir es ja gleich abbrechen. Oh, ja toll, von wegen. Rennen ist in dem Moment vorbei, wo ich verbunden bin. Also ich weiß gar nichts. Also bei mir sind Leute mit 4.400 Punkten drin, mit 5.000 Punkten. Und wohl offenkundig 3 Leute, die per Splitscreen zocken, weil 3 Gäste drin sind. Das fand ich übrigens immer super unfair, dass diese Gäste kein Punktniveau haben bei dem Spiel hier. So, also bei mir wäre jetzt ein Platz frei im Raum und das Niveau ist maximal 7.000, alles zwischen 5.000 und 7.000. Okay, ja, und dann beobachte mal, ob ein potenzieller Cheater oder so noch irgendwo drin ist. Ansonsten würde ich dann, ja, vielleicht zu dir kommen. Jetzt sind es schon nur noch 9. Ja, wir sind jetzt zu 8 hier oder so, von daher, das ist so, ja, gut. Okay, ja, dann weiß ich nicht, wegen dem Video, ob ich dir irgendwas Bestimmtes jetzt sagen soll zu Mario Kart 8 oder lieber nicht. Ich meine, wenn du nicht gespoilert werden willst, kann ich es auch voll verstehen. Ja, also dafür ist es eh zu spät, weil ich ja irgendwie jede Menge Informationen bei jeder Gelegenheit von Enti geschickt kriege per PN. Ach so. Also ich bin eigentlich ganz gut informiert, ohne die Videos zu gucken. Fleißiger User, ja. Okay. Ja. Man muss ja seinen Lieblings-LPR informieren, ne? Damit er dann auch Bescheid weiß. Holst du das Spiel eigentlich direkt zum Release, oder? Ja, habe ich vor. Ich habe nur noch nicht dran gedacht, mir es mal vorzubestellen, aber ich werde es mir auf jeden Fall zu Release holen. Die normale Version oder Collector's Edition? Auf keinen Fall Collector's Edition, also das Stück Plastik brauche ich nicht. Ist egal, ja. Ja, kaufst du dir Collectors? Ich hatte mir die Collector's Edition vorbestellt, ja. Ich hatte gestern auch irgendwo einen Screenshot gesehen, wo drin stand, dass jetzt doch ein bisschen mehr noch in der Collector's Edition drin sein soll. Irgendwie auch so ein T-Shirt, wo ein Kugelwilli drauf ist und sowas, aber ja, genau. Okay. Ja, also ich weiß nicht, wie viel sollte die extra kosten? 30 Euro, 50 Euro? Und dann hat man nur dieses kleine Stückchen Plastik von 10 cm dabei. Na, effektiv sind es 20 Euro. 20 Euro, okay. Ja. Aber 20 Euro für ein 10 cm Stück Plastik ist auch viel, ne? Ja, ist viel. Ich weiß nicht. Es war so aus dem Bauch heraus, diese Entscheidung. Mein Gott, ich habe mir gedacht, das Spiel erscheint nur ein einziges Mal, dann willst du es auch vernünftig zelebrieren. So. Ich kaufe auch sonst keine Collector's Editions. Das einzige Spiel, bei dem ich mich da jemals geärgert habe, war eigentlich Skyward Sword. Also, da wusste ich nicht, dass man bei der Collector's Edition diese goldene Fernbedienung dazu kriegt. Ach so. Und die hätte ich schon gern gehabt. Ja. Gefällt mir. Okay, ja, da habe ich dann auch wieder in dem Moment zugeschlagen. Also, die habe ich mir auch geholt. Aber auch nur, weil das meine einzige Fernbedienung jetzt momentan ist, wo Wii Motion Plus eben integriert ist. Ja, habe ich gar ansonsten habe ich ja nur die alten Wii-Fernbedienungen, wo das ja noch nicht mit dabei war. Ja, also ich habe auch nur die alten Fernbedienungen, davon 2 Stück. Und ich habe ein Motion Plus Pack, wo man anschließen kann, und das war's. Gab's ja zu Wii Sports Resort dazu, ne? Richtig, genau. Hast du Resort? Ich habe Resort, ja. Ich habe es nicht lange gespielt, aber ich hab's. Gut, da geht's mir genauso. Also, ich habe ja bei dem eigentlichen Wii Sports habe ich ja Bowling geliebt wie verrückt. Und bei Wii Sports Resort komme ich überhaupt nicht damit klar. Hat sich das ja so verändert? Ich weiß es gar nicht. Finde ich schon, ja. Okay. Aber gut, wir sollten gleich nicht über Wii Sports reden, sondern lieber über Mario Kart. Im Endeffekt freie Themenwahl. Mein Gott, meine Gäste dürfen über alles reden, was sie möchten. ja. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Also ich zum Beispiel habe mir jetzt zum Release von Mario Kart 8, naja, freigenommen wäre auch zu viel gesagt. Ich habe da einfach frei. An dem Wochenende. Das heißt, ich werde das sehr ausgiebig für mich zelebrieren. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass Nintendo vielleicht einen kleinen Riegel vorschiebt, was Videos angeht.
Ja, gut. Die wollen ja auch ihre Eigenaufnahmemöglichkeit mit einbauen. Also, warum sollten sie sich da groß beschweren? Du kannst ja dann auch, so wie ich es verstanden habe, Videos hin und her schieben zwischen Freunden, ne? Hm. Über WeTV oder wie es heißt, WeUTV. Ja, die sind dann nur momentan auch wieder wegen, habe ich am Rande mitbekommen, durch mein Netzwerk, wegen ja, Ingame-Aufnahmen und so weiter, wenn das schon zu weit reicht, da immer so ein bisschen kritisch bei der Sache. Also wenn das Spiel erstmal draußen ist, ein paar Tage, dann ist eigentlich alles in Ordnung, aber direkt zum Release-Tag kann schwierig werden. Ist dein Raum jetzt gut oder nicht? Scheint ziemlich gut zu sein, also die Leute sind arschlangsam, aber es cheatet keiner. Okay, dann komme ich zu dir. Also wir haben gerade Rainbow Road gefahren, 3 Runden und ich habe einen riesen Vorsprung, aber ja, ansonsten alles in Ordnung hier. Ne, das Problem war jetzt aktuell zum Beispiel bei Mario Golf, was herausgekommen ist. Haben die dann Videos gesperrt oder haben sie nur wieder wegen Urheberrechten irgendwie rumgeflamed? Nicht direkt gesperrt jetzt. Es ging nur an alle Presse-Fuzzis mehr oder weniger die Mitteilung raus, veröffentlicht kein Ingame-Material vor Release, um ein Review zu machen oder irgendwie solche Geschichten. Okay, vor Release, das kann ich verstehen, aber sobald das Spiel raus ist, wird es wahrscheinlich so laufen wie immer, dass sie dann irgendwie ihre typischen Anklagen wegen Urheberrechtsverletzungen machen und das war's, oder nicht? Ja. Kommt das bei dir nicht auch bei jedem Nintendo-Spiel? Nee, eben gerade weil ich im Netzwerk drin bin und deswegen die Videos schon im Vorhinein monetarisieren kann und mein Netzwerk ja auch prinzipiell eine Vereinbarung mit Nintendo hat. Ach so, ja gut, so kann man es natürlich haben. Von daher schicken sie dann nicht zum Glück bei jedem Video irgendwas raus. Aber wie gesagt, die achten da sehr penibel eben drauf. Das ist eben Bestandteil der Vereinbarung, dass man vor Release absolut nichts veröffentlicht und so weiter, weil ansonsten können die einem ganz schnell da aufs Dach steigen. Ja, aber das kann ich an sich gut verstehen. Ja. Seid ihr jetzt gerade im Rennen drin, oder? Wir haben jetzt gerade das nächste Rennen gestartet und das ist eine lange Bahn. Glühheiße Wüste. Oh. Also es wird diesen Moment dauern. Ja, ist egal. Ich bin erstmal froh, wenn das mit Freund treffen jetzt klappt. Dum-di-dum-di-dum. Ja, ich bin drin. Okay. Okay. So. Ja, und dann mal gucken. Oh, da heißt einer Cheater in dem Raum. Ja, bis jetzt ist aber noch nichts passiert, was irgendwie auf einen Cheater hinweisen würde. Okay. Zumindest eben auf Rainbow Road nicht. Ich war durchgehend auf dem ersten Platz. Es kamen keine 100 blauen Panzer. Und am Start habe ich auch nichts gemerkt. Die meisten fangen ja schon gleich am Start an, packen alles aus, ne? Richtig. Man hat es ja vorhin gemerkt, Powerblock, blauer Panzer, Bomben und weiß der Geier was alles. Aber nö. Das ist auch tatsächlich so ein Aspekt, der ist mir mit Try auch aufgefallen, als ich jetzt gestern wieder mit ihm gezockt hatte. Ich hoffe sehr, dass sie das in Mario Kart 8 in den Griff bekommen. Also ich will da nicht irgendwie nach 2 Wochen oder so die ganzen Räume voller Leute haben, die irgendwie nur Schabernack treiben. Ja, das wird mich auch aufregen. Ich frage mich, wie das ist mit Freunden spielen. Kann man dann nur mit den Leuten aus seiner Wii U-Freundesliste spielen oder hat Mario Kart dann wieder eine eigene Freundesliste? Würde mich auch mal interessieren. Ich nehme mal an, dass es sich tatsächlich auf die Wii U-Freundesliste bezieht. Das heißt maximal 100 Leute. Richtig. Gut, das reicht auf jeden Fall schon mal für ein paar Clan-Spiele, ohne dass man dauernd die Liste leeren muss oder so. Wenn es nochmal Clan-Spiele geben sollte, ne? Für den Otto-Normalverbraucher reicht das sowieso locker. Also das Einzige, nur wir Leute, wir Videoleute werden dann unter Umständen irgendwann wieder an unsere Grenzen stoßen, wenn sich dann mehr als 100 Leute irgendwann melden, aber naja. Ja, also so wie ich das von mir her kenne, von meinen Videos, wird es wahrscheinlich so sein, dass dann gleich zu Release, wenn ich die ersten Online-Aufnahmen oder die ersten Aufnahmen überhaupt mache, sich wahrscheinlich schon die ersten 100 Leute gemeldet haben und von denen fahren dann 10 mit. Ja, wie das halt manchmal so ist, ne? Manche Leute, die haben dann immer so eine große Begeisterung irgendwie, ja, und ja, muss ich mitmachen und so, und dann hinterher haben sie vielleicht doch keine Zeit. Aber okay, das ist Natur. Gehört irgendwie dazu. Natur der Dinge. Ja, also noch schöner finde ich es eigentlich, wenn die Leute meinen, man müsste sie adden oder so. Ich habe ja gelegentlich immer noch, selbst unter meinen ersten Mario Kart Wii-Videos stehen, ey, adde mich mal oder so. Oder hier hast du FC. Bitte FC oder so irgendwas. Ich finde das toll. Also die Leute, die denken, man müsste sie irgendwie adden oder ich weiß es nicht. Und dann machen die sich auch keine Gedanken darüber, dass das ein Video ist, das vielleicht schon 2 Jahre alt ist. Ich meine, wenn ich dann unter Part 10 irgendwie so eine Nachricht stehen habe und dann weiß, dass ich mittlerweile bei Part 265 bin, da denke ich mir auch meinen Teil. Wenn derjenige dann wenigstens auch alle 200 späteren Parts dann noch geguckt hat.
Das wäre gut. Das wäre in Ordnung. Oder so nach und nach noch gucken wird. Das ist immer so eine Sache. Ich frage mich, wie viele Leute sich tatsächlich noch durch meine Mario Kart Wii Playlist klicken. Also ab und zu bekomme ich auch noch Kommentare unter Videos, wo gewisse Schlagworte fallen, sag ich mal. Ich glaube, Part 61 ist bei mir, den ich irgendwie Cheater-Alarm genannt habe. Und das schreiben heute noch Leute. Ja, ich habe ein Video, das ist irgendwie durchgehend immer noch populär, gehört zu meinen populärsten Mario Kart Wii Videos. Da habe ich einfach nur als Titel Expertengeister genommen oder sowas. Oder Zeitfahren, eins von beiden. Und das wird wohl auch viel geguckt. Aber nicht groß kommentiert. Also der einzige Kommentar, den ich vor einiger Zeit dort gekriegt habe, war, ja, du solltest vielleicht irgendwie darauf hinweisen, dass du kein Profi bist. Man sieht es ja an deiner Fahrweise oder so. Boah. Fand ich aber völlig in Ordnung. Ich habe dann halt zurückgeschrieben, ja, ist mir klar, ich habe halt beim Namen nicht wirklich drauf geachtet. Und das war zu einer Zeit, wo ich mit Mario Kart Wii angefangen habe. Da sieht man sehr deutlich, dass ich von dem Spiel wenig Plan hatte. Aber wenn man dann im Nachhinein wenigstens eine gewisse Entwicklung sieht... Also ich sehe eine. Ob andere das auch sehen, ist so die Frage, naja. Ja. Nö, wieso, du bist eigentlich, also wenn man das mal so sieht im Verlauf der Jahre, gewisse Dinge schaut man sich dann ja sowieso auch ein bisschen ab, ne, von anderen Leuten und so weiter. Man guckt sich ja viel bei anderen ab, also am Anfang habe ich mir alles bei dir abgeguckt. Ich meine, an sich warst du der Grund, warum ich angefangen habe mit Mario Kart Wii. Das war so eine Katastrophengeschichte, da hatte ich irgendwann 2 Wochen Urlaub oder so am Stück und hatte gar nichts zu tun. Und bei dir auf dem Kanal lief schon seit einer Ewigkeit Mario Kart Wii und ich habe es mir nie angeguckt, weil ich gedacht habe, ja, das interessiert mich nicht. Ja. Da habe ich dir dann auch, glaube ich, mal eine PN geschrieben zu der Zeit, dass ich mir gerade alle Parts angucke von 0 bis 130 oder so. Und das hat mich dann doch schon schwer begeistert und das war dann der Grund, wo ich gesagt habe, ja gut, kaufst dir das Spiel. Fährst mal selber und da hatte ich natürlich dann auch eine ungefähre Vorstellung davon, wie man spielen muss. Ich habe ja bei dir 130 Videos dazu geguckt. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass man gewisse, zumindest Kurventechniken und so, ich weiß, dann vielleicht auch so ein ganz klein bisschen verinnerlicht. Also das hilft ja doch. Und auch Charakterwahl und solche Geschichten. Nein. Kleine Kniffe halt. Hast du mich gehört? Jetzt wieder, ja. Ja, gut, ich habe nicht gerade von dir gar nichts gehört. Das Einzige, was ich gehört habe, war kleine Knippe jetzt am Schluss und dann, das war alles. Ja, meine einfach nur, dass du dir gewisse Dinge dann abgeschaut haben könntest, was Kurventechnik, Charakterwahl oder sowas angeht. Ja, allein die ganze Sache mit den Driften, das ist ja schon riesig hilfreich. Wenn man sonst einfach aus Einfachheit nur Automatik fahren würde oder so, hätte man im Prinzip gar keine Chance in dem Spiel. Finde ich jedenfalls. Wäre natürlich die zusätzliche Herausforderung oder so, ne? Das sind so kleine Challenges, die man sich dann, oder die sich andere Leute dann unter Umständen da so setzen. Es ist wirklich ein sehr schöner Raum, wie ich gerade sehe. Also, halbe Runde Vorsprung? Wir haben es ziemlich einfach, ja, so wie es aussieht. Finde ich ja fast schon erschreckend. Aber okay. Das sind offenkundig Leute, die meine Videos nicht gesehen haben. Was? Das sind offenkundig Leute, die meine Videos nicht gesehen haben. Ja, so wie sie waren, offensichtlich nicht. Ja, es ist Wahnsinn, dass wir hier mit Schwergewichten auf Sorbeland so wegfahren können, ne? Ja. Ich bin sehr gespannt auch, wie sich das... Ja, wie das dann das Kräfteverhältnis sich verschiebt in Mario Kart 8. Was für eine Klasse da vielleicht dann wieder am besten sein wird. Das wechselt immer so ein bisschen, ob Leichtgewicht oder Schwergewicht. Mal ist in einem Mario Kart das eine besser, dann wieder das andere. Ja, also ich weiß noch, bei Mario Kart auf dem Super Nintendo, da bin ich immer nur mit Koopa gefahren. Weil der wurde durch Sand oder dergleichen so gut wie gar nicht gebremst und hat eine Spitzenbeschleunigung. Mit dem war das eigentlich super leicht, fand ich. Und sein Handling war auch einfach sehr angenehm. Ja. Halt die Anfängercharaktere in Anführungszeichen. Aber trotzdem bin ich auch fast die ganze Zeit nur mit Koopa gefahren. Mit den anderen kam ich dann überhaupt nicht mehr klar. Man verlernt es offensichtlich, ne? Man sieht es ja in deinem Video... zum Super Nintendo, das scheint doch schon sehr anders von der Steuerung zu sein. Das ist vor allem auch sehr lange her, allein das Kurvenhandling und so weiter. Das ist auch das Direkte und so. Ich habe das jetzt auch wieder in Mario Kart Super Circuit gemerkt. Irgendwie, man selber denkt gar nicht, dass der Charakter so früh quasi gesehen schon in die Kurve reinkommt. Man denkt eigentlich, man müsste viel später einlenken oder so. Oder das würde sich alles noch ein bisschen mehr hinauszögern mit dem Driften. Aber das ist der Wahnsinn. Ich müsste das eigentlich auch mal nochmal ausprobieren. Ich habe jetzt seit 18 Jahren oder so kein Mario Kart auf dem Super Nintendo mehr gespielt, aber
So, nur um mal zu testen, wie es damals war, wäre mal nochmal eine Option. Lang ist es her. Noch hast du Zeit. Ja, also das auf dem N64, das spiele ich ja heute noch aber so ganz gern. Okay. Gerade im Battle-Modus, wenn man gerade hier drei Leute sitzen hat, dann ist das spitze. Hast du auch noch drei funktionierende N64-Controller? Ja, ich habe vier funktionierende also N64-Controller okay, ja. Und einen kaputten. Einen kaputten? Der, okay. Der ist ganz kaputt. Ich hatte mal vier Controller, aber der eine war ein Dritthersteller-Controller und der hat während der aktiven N64-Zeit schon den Geist aufgegeben. Ich weiß nicht, woran es lag. Wegen Mario Party? Nee, nicht mal. Ich weiß nicht. Das war irgendwann, als ich einfach eine Runde Mario 64 wieder starten wollte oder so. Da hat die Konsole den Controller nicht mehr erkannt. Ich habe keine Ahnung, warum. Okay. Das passiert mir in letzter Zeit häufiger, wenn ich meinen N64 wieder aufbaue, dass ich Controller mehrfach ein- und ausstecken muss, dass er sie überhaupt erkennt. Mhm. Und ich habe auch Probleme. Du kennst doch Pokémon Stadium. Das hatte doch dieses Transfer-Pack. Ja. Das funktioniert bei mir wirklich so gut wie gar nicht mehr. Wahrscheinlich sind die Controller da alle vom Rumble-Pack beschädigt am Einsteckplatz. Und wenn ich das Transfer-Pack wirklich benutzen will, dann muss ich einen zweiten Controller anschließen und den irgendwo auf den Tisch legen, dass er sich nicht bewegt, keinen Millimeter. Hm. Sonst verliere ich andauernd die Verbindung. Okay, das ist krass. Also. Aber ich habe auch immer mit Rumble-Pack gespielt beim N64. Egal, was ich gespielt habe, es musste Rumble-Pack drin sein. Ja, hatte ich auch eine Weile gemacht, beziehungsweise dann, als ich beim N64 habe ich auch noch tatsächlich mir vermehrt Drittherstellerware gekauft. Das Original Rumble Pack von Nintendo war mir immer so ein bisschen zu doof wegen Batterien und so weiter. Gab's das auch ohne? Es gab von Drittherstellern auch ohne Batterien, ja. Die haben sich den Strom oder den Saft dazu einfach aus dem Controller gezogen, quasi. Okay. Also ich habe hier ein Rumble Pack von Nintendo, ein originales. Und ich habe ein Trumble-Pack, also mit T vorne dran, ja. Von irgendeinem Dritthersteller. Aber die sind optisch fast identisch und die brauchen auch beide Batterien. Okay. Das Dritthersteller-Ding war halt nur 5 Mark billiger oder so. Ja. Die haben ja damals 30 Mark oder was gekostet. Die schöne Zeit. Naja, also für mich waren damals 30 Mark verdammt viel Geld. Okay, ja, zugegebenermaßen. Das kam dann noch dazu, aber naja, gut. Gewisse Dinge, gerade früher, habe ich mir ja vor allem sponsern lassen. Von meiner Mutter. Also. Ja, also den Glücksfall hatte ich nicht. Also deine Mutter war ja offensichtlich auch sehr spielbegeistert, meine Eltern gar nicht. Und wenn ich dann irgendwas haben wollte, dann musste ich halt Taschengeld sparen und irgendwann kaufen, ne? Ja, sie hat ja auch mit mir Mario Party gespielt und sowas, von daher. Gab's bei mir leider gar nicht. Oh. Ja, ich hätte viel mehr Spiele gehabt, bestimmt. Ja. Wie ist es momentan? Kaufst du viele Spiele oder wenig Spiele? Oh, das ist sehr relativ. Also, ich kaufe im Moment so viele Spiele wie noch nie in meinem Leben, aber in erster Linie alte Spiele gebraucht. Mhm, okay. Alles, was ich schon immer haben wollte und mir nie leisten konnte oder so. Das ist. Ich kaufe wirklich nur ganz selten was Neues. Hab jetzt zum Beispiel vor kurzem mal auf eBay Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie gekauft. Fürs N64, ja klar. Ja. Ich meine, ich habe es ja bei dir schon mehr als einmal gesehen, ne? Zumindest Banjo-Kazooie mehr als einmal. Und ich habe gedacht, ja, alle sagen, es ist so ein tolles Jump'n'Run und es sieht ja auch ganz nett aus, also kann man es ja mal probieren. Probiert habe ich es allerdings noch nicht. Okay. Ich habe bei N64-Modulen immer das Problem, oder beziehungsweise ich hatte auch ganz kurz mal diese Phase, wo ich mir die gebraucht irgendwie dann nochmal gekauft habe. Aber oftmals verkaufen die so einen Blödsinn im Internet, also Module, die leider gar nicht mehr funktionieren. Das ist voll schade. Ja? Ja. Gar nicht mehr funktionieren? Also, die ich nicht mehr zum Laufen bekommen habe, das ist das Problem. Also, ein kleines Problem hatte ich mit Blast Core. Das bekam ich dann allerdings irgendwann wieder zum Laufen, nach sehr viel Pusten und sehr viel irgendwie nach Kontakten gucken und irgendwie versuchen zu reinigen und so. Aber zum Beispiel Mystical Ninja starring Goemon, hatte ich mir auch gekauft, hatte ich mich auch wahnsinnig drauf gefreut, aber funktioniert einfach nicht mehr. Also das einzige Mal, dass ich wirklich negativ da aufgefallen bin, ist mit Tony Hawk's Pro Skater 2. Von dem wusste ich nicht mal, dass es überhaupt eine N64-Version gibt. Aber als ich das dann auf eBay gesehen habe, habe ich gedacht, komm, das ist so eine Kuriosität, das kaufst du dir jetzt. Auch wenn ich die Gold-Version für den PC doppelt habe, aber okay.
Das kann ich mir richtig speichern. Also das zerreißt, wenn man es eine Zeit lang gespielt hat, zerreißt es den Speicher. Und wenn man dann versucht, bestimmte Dinge zu tun in dem Spiel, die normalerweise möglich sind, dann schmiert es ab. Das ist auch kuriose Fehler, sag ich mal. Ja, also habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe ja ein Let's Play zu dem Spiel dann sogar gemacht, wie ich mir die N64-Version gekauft habe. Und hab gesagt, ja, ich fahre jetzt einmal so zum Start, zum Eingewöhnen, wo ich aufnehme. Und am Schluss, wenn ich alle anderen Fahrer freigespielt habe und so, dann spiele ich nochmal eine letzte Runde, um zu zeigen, wie die Verbesserung zwischendurch war, wenn ich mich an die Steuerung gewöhnt habe. Ja, und dann hat sich zwischendurch rausgestellt, dass ich das Spiel auf gar keinen Fall mit allen durchspielen kann, weil es dann halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Dumme Sache. Man kauft wirklich in der Beziehung die Katze im Sack. Ich meine, ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass eben bei damaligen Modulen und dergleichen die Batterien nicht mehr funktionieren, ne? Und damit Speicherstände überhaupt nicht mehr speicherbar sind. Okay, solche Dinge kannst du noch theoretisch austauschen, wenn du ein bisschen firm damit bist, aber ja. Ist bei meinen Modulen jetzt glücklicherweise noch nie vorgekommen. Also ich wollte mal ein Super Mario World Modul kaufen, bei einem Shop allerdings, bei dem ich dann halt auch war. Und das habe ich ausprobiert dort vor Ort und das konnte nicht mehr speichern. Dann habe ich gleich gesagt, nee, dann gib mir ein anderes Modul. Mhm. Aber sonst hatte ich da auch noch nie Probleme. Also von meinen Spielen sind ja sowieso alle super gepflegt und top in Ordnung, was ich mir gekauft habe als Kind. Die sind noch heute in so einem guten Zustand wie damals. Aber die funktionieren auch alle bombig. Man muss sich eben nur vernünftig drum kümmern. Ja. Gerade bei den Pappkartons bei den Nintendo-Spielen, die gehen an sich so leicht kaputt, aber die sind bei mir alle noch top in Ordnung. Sieht schön aus. Kann ich mir vorstellen. Ja, da muss ich sagen, das war das Einzige, wo Sega immer besser drin war. Die hatten nämlich von Anfang an so Plastik-Hardcases und die gehen gar nicht kaputt, wenn man es nicht absichtlich macht. Die sind wie DVD-Hüllen, nur doppelt so dick. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber gut, ich hatte nie eine Sega-Konsole, von daher. Das war wirklich schon zu Mega Drive-Zeiten so, oder wie? Das war schon zu Master System-Zeiten so. Okay. Also ich habe hier eine ganze Reihe Master System Mega Drive-Spiele stehen und die haben alle noch eine wunderbare, intakte Hülle. Wow. Und die meisten davon habe ich tatsächlich gebraucht gekauft. Also die kriegst du wirklich problemlos noch gebraucht mit Hülle. Hm. Das ist ja nicht schlecht. Bestimmt auch noch ein bisschen was wert oder so, ne? Boah, kommt aufs Spiel an, ne? Also, es gibt ein paar Spiele, die sind unbezahlbar, wie das auf jeder Konsole so ist. Und es gibt ein paar, die sind, naja, so oft verfügbar, dass du im Prinzip geschenkt kriegst. Da bin ich jetzt in deinen grünen Panzer gefahren. Und ich fahre dumm in eine Fakebox, das gibt's nicht. Was mache ich denn? Und LOL gewinnt das Spiel. Au, und ich krieg noch einen roten Panzer ab. Jawoll, ja. Da. Okay. Ach nee, wir fahren noch eine Runde. Ja, verdammt. Drei Runden und so. Wer ist ein LOL? Bist du LOL? Nein. Okay, hätte mich jetzt auch gewundert, weil ich war der Meinung, ich hätte dich eben noch als Herringway gesehen oder so. Wäre auch besser, ja. Jetzt bin ich irgendwie Erster, aber ich weiß nicht warum, ich habe niemanden überholt. Der muss irgendwo runtergefallen sein. Didu, ich hab dich überholt. Ich bin Zweiter. Wie, du hast mich überholt? Ach nee, okay. Das hätte mich jetzt irritiert. Ja, also wenn man so von dem Wert von Modulen ausgeht, du kannst jetzt auf jeden Fall für das N64 Conker's Bad Fur Day, du hast ja die Xbox-Variante davon. Mhm. Und wenn du da die Preise auf eBay anguckst, die fangen ab 100 Euro an, so 100 Euro aufwärts, wenn es mit Hülle sein soll und ein Top-Zustand, kannst du auch mal 300 Euro dafür bezahlen oder noch mehr. Und ähnlich ist es bei den Sega-Spielen auch. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Spiel, das habe ich unbedingt haben müssen, das war Mega Man The Wily Wars, wo man halt Mega Man 1, 2 und 3 hat und noch ein Zusatzspiel, nur halt in überarbeiteter Grafik, das ist toll. Tolles Spiel. Es ist ein herrliches Spiel, aber wenn du das Original kaufen willst, also Originalspiel mit Originalhülle, dann bezahlst du mindestens 150 Euro für. Und das fand ich ein bisschen unverschämt. Also ich habe jetzt hier eine Reproduction Cartridge stehen, die hat mich immer noch 30 Euro gekostet, aber sieht original aus. Boah, Alter. Hauptsache, es kommt ja auch ein bisschen auf den Inhalt an, ne? Also von daher. Ja, und es geht so ein bisschen auch um dieses Retro-Feeling. Also wenn ich mich dann wieder vor die Konsole setze wie vor 20 Jahren und dann das Spiel spiele wie vor 20 Jahren mit dem gleichen Controller, das ist schon schön. Ja. Das merke ich auch jetzt, wo ich eben diese Mario Kart-Zeitreise auf meinem Kanal mache und die ganzen alten Konsolen eben herauskrame und wieder anschließe und so. Es ist wirklich ein anderes Feeling.
Ja, also vor allem ganz anders als auf dem Emulator, ne? Ja. Oder auch wenn das reicht schon, wenn du dir Spiele auf Virtual Console nochmal runterlädst für Wii oder Wii U oder so. Das ist auch ein anderes Gefühl einfach. Ja, sehe ich auch so. Also ich habe ja ein paar Spiele habe ich auf der Virtual Console, die ich früher zum Beispiel hatte und heute nicht mehr habe. Beispielsweise A Link to the Past. Mhm. Das finde ich, fühlt sich auf der Wii trotzdem irgendwie falsch an. Obwohl es das gleiche Spiel ist. Hast du denn noch, beziehungsweise spielst du das dann mit Wiimote Nunchuck oder irgendwie? Oder hast du einen Classic-Controller? Ich glaube, das Spiel erfordert sogar einen Classic-Controller. Ich habe es allerdings, da ich keinen Classic-Controller habe, mit GameCube-Controller gespielt, das funktioniert auch. Ach so. Aber mit Wiimote funktioniert es auf gar keinen Fall, weil zu wenig Knöpfe, ne? Und mit Wiimote Nunchuck lässt es, glaube ich, auch nicht zu. Ja, da war irgendwas bei den Super Nintendo-Spielen auf der Wii, genau. Aus welchen Gründen auch immer, aber na gut. Oh, schießt du auf mich? Ich hatte jetzt nicht nach hinten geguckt, Entschuldigung. Deinetwegen bin ich in den Abgrund gesprungen. Entschuldigung. Ich war jetzt so, keine Ahnung, ich war so fröhlich dabei, lalala. Die Richtung hat auch gut gestimmt mit dem Panzer, also genau dort, wo ich normalerweise langfahre. War schon ein guter Schuss. Okay. War keine Absicht. Irgendjemand fährt rückwärts. Ich meine, auf der Strecke besteht keine Gefahr, dass die mich noch überholen. Wenn ich mir angucke, wo die noch rumgurken hier. Oh, das war knapp mit dem Powerblock. Ich war gerade in der Röhre. Der kam ganz gut. Tja, Begeisterung. Also offenkundig immer noch da bei uns beiden für Mario Kart Wii. Ja, ich könnte es noch auf jeden Fall viel länger spielen. Meinst du, das wird dann komplett abnehmen, wenn Mario Kart 8 draußen ist? Oder wird man immer noch so irgendwie mit Ehrfurcht davon sprechen? Von der guten alten MKW-Zeit. Es gibt so viele Leute, die MKW wirklich auch quasi professionell gespielt haben, also im Clan, so wie du, ne? Hm. Oder auch solche Leute wie Sozi, der ja wirklich ein absoluter Profi ist in dem Spiel, zumindest in meinen Augen. Hm. Und ich glaube, die werden noch sehr lange von Mario Kart Wii sprechen. Und so wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich auch noch lange von Mario Kart Wii sprechen, weil nach über 200 Videos, die gehen ja nicht spurlos an einem vorbei, wird das wahrscheinlich immer wieder rausrutschen, wenn ich Mario Kart 8 dann spiele, dass ich die Spiele miteinander vergleiche. Ja, das wird wahrscheinlich wirklich nicht ausbleiben. Ja, ich hoffe sehr, dass... fast 200 Videos, ne? Also, ja. Das kommt zwangsläufig. Ich hoffe sehr, dass Mario Kart 8 dem Vergleich standhalten wird, aber da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so große Sorgen, sagen wir es mal so. Also ich glaube und hoffe schon, dass Nintendo das jetzt irgendwie hinbekommen hat. Normalerweise kann man sich bei denen ja eigentlich drauf verlassen, dass sie ordentliche Arbeit machen bei ihren Hauptfranchises. Ja. Wobei Mario Kart 7 so ein kleiner Grenzfall war, ne? Also, aber okay, Handheld-Spiel. Gut, das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Ich kenne es ja nur aus deinen Videos, mal wieder. Weil ich überhaupt keinen Handheld habe. Also das einzige Handheld, das ich habe, ist ein Game Boy Pocket. Und dementsprechend kenne ich natürlich auch die Spiele nicht, vom Selbstspielen her. Ja. Ja, Mario Kart 7 hatte halt ein paar kleinere Probleme, sagen wir es mal so. Aber vielleicht war das mehr so eine subjektive Geschichte, ich weiß es nicht. Ich finde auch, Mario Kart gehört wirklich auf eine Heimkonsole. Nicht unbedingt auf ein Handheld. Ich meine, es war okay, dann mal zwischendrin irgendwie so eine kleine Runde zu spielen oder so. Aber jetzt wirklich ausdauernd und so weiter, muss ich das am Fernseher haben. Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass ich nur was haben will, dass ich zwischendurch ein bisschen die Langeweile vertreibe, wenn ich irgendwo auf dem Ausflug bin oder was weiß ich was, dann ist das mit dem Handheld vielleicht okay, aber für richtig intensiv Mario Kart zu spielen, das geht gar nicht. Also da brauche ich auch eine Konsole. Hm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, da jetzt stundenlang vor dem Handheld zu sitzen und ja, im Prinzip das zu machen, was ich hier bei Mario Kart wie die ganze Zeit mache. Klopft es bei dir gerade so ein bisschen? Nein, Entschuldigung. Das bin ich. Achso. Das war mein Controller. Bin gegen das Mikro gekommen, Entschuldigung. Okay. Ich hab da jetzt nicht drüber nachgedacht. Dumm die Dumm. Hering macht Quatsch. So. Ja gut, das ist das Gute, wenn man immer noch mit Headset aufnimmt, dann kann einem das so leicht nicht passieren, dass man da mal dagegen kommt, es sei denn, man haut sich selbst ins Gesicht. Aber gut, dass du mir das jetzt gesagt hast. Wäre mir nie aufgefallen. Oh Mann. Dabei arbeite ich nicht erst seit gestern mit dem scheiß Mikro. Warum fahre ich jetzt eigentlich hier rechts rum? Weiß ich nicht, weil du denkst, es ist normal und nicht Spiegel. Ja, wir sind schon wieder Spiegel? Ja.
Ach, okay, meinetwegen. Ja, ich habe vorhin schon zweimal Kokospromenade gefahren, als wir nach Räumen gesucht haben. Und da ging es auch irgendwie, beim ersten Mal ging es noch normal rum, beim zweiten Mal war Spiegel. Das hat mich schon verwirrt und jetzt sind wir schon wieder Spiegel und ich bin unfähig. Ich fahre gegen Wände, ich fahre gegen alles, was da ist. Spiegelmodus wird es ja wahrscheinlich in Mario Kart 8 auch wieder geben. Ja, das ist ja schon alte Tradition. Im künstlichen. Naja, also, ja, gut, doch. Bei Mario Kart 64 war sie drin. Bei Super Circuit haben sie es dann wieder rausgenommen. Okay, aber dafür hatten sie ja die Super Nintendo-Strecken komplett übernommen. Hm, ja, und dann mit Double Dash kam es wieder, ne? Ja, gut, Double Dash habe ich nicht lange genug gespielt, um das überhaupt beurteilen zu können. Bin der Meinung, doch. Bin mir fast eigentlich ziemlich sicher, dass das mit Spiegelkursen da war. Auch wenn ich sonst die zusammen. Stellung der Cups und so weiter von Double Dash überhaupt nicht mehr im Kopf habe. Da bin ich schon sehr gespannt, wenn ich das dann herauskrame. Wie sieht denn das jetzt eigentlich bei dir aus, nachdem du jetzt die ganzen alten Teile nochmal gespielt hast und gesehen hast, wie viel Strecken es auch im Super Nintendo gab, wie viel es beim Super Circuit gab und so weiter. Hoffst du auch, dass es mehr Strecken gäbe? Es wäre wünschenswert, ja. Ich sag mal, wir haben in Mario Kart Wii gesehen, dass es auch so funktioniert mit 32 Kursen. Das am Anfang wird sowieso reichen, weil man muss sich erstmal an die ganzen Strecken gewöhnen und so und die ganzen Feinheiten irgendwie und man will ja eigentlich auch nicht überfordert werden, sagen wir mal ehrlich. Ja, klar. Mit der Zeit würde ich mir aber natürlich schon wünschen, wenn Nintendo da vielleicht auch mal nachlegt oder so. Und ja, du hattest in irgendeinem Video hattest du von Download-Content gesprochen. Das war jetzt eins von deinen Geschichtsreise-Videos hier, ne? Ja, genau, wo ich einfach gesagt habe, mein Gott, es wäre vielleicht nicht so verkehrt, wenn Nintendo irgendwann, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr später oder so, da mal diesbezüglich noch ein bisschen tätig wird. Und dem Spiel einfach so dann auch nochmal, ja, ein bisschen zu einem aktuellen Status verhilft, sag ich mal. So, dass es auch wieder ein bisschen ins Gespräch kommt und so weiter. Haben die schon konkret gesagt, dass es nur 32 Strecken gibt? Nein, haben sie nicht. Bin ich der Meinung zumindest. Dann besteht ja doch noch Hoffnung in der Hinsicht. Bisschen ja, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie die Cups einfach verdoppelt haben oder so. So, dass wir plötzlich 64 Kurse haben. Also wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Also von mir aus könnten die alle Kurse aus dem N64, da können sie alle mit reinpacken von mir aus. Ich glaube aber, das machen sie nie wieder. Wir aber fahren schön. Übrigens nur gegen wie viel Fahrer? Wo sind wir hier? Keine Ahnung, die haben wahrscheinlich alle keinen Nunchuk. Der Vivil-Raum. Aber dafür sind die so mit Begeisterung dabei. Ja, und das obwohl wir sie die ganze Zeit abziehen. Richtig. Aber weil, ich meine, abwechselnd erster, zweiter, zweiter, erster, was auch immer. Gut, auf der Yoshikas Garten war es mal knapp, ne? Da waren sie dicht dran. Also es sind immer noch alles nur... Oh nein, Scream! Scream hat 8000 Punkte, sehe ich gerade. Yay. Der einzige im Raum, der wahrscheinlich fahren kann. Deswegen nimmt er auch Vulkangrollen und packt dann auf der Skillerstrecke seine Fähigkeiten aus. Wollen wir mal eine Runde N64 Bowsers Festung fahren? Boah, wäre eine Maßnahme. Auch eine kleine Skillerstrecke. Das fand ich übrigens auch schön. Hast du... auch bei deinem, tut mir leid, dass ich jetzt dauernd darauf komme, aber es passt halt gerade, weil es halt auch Mario Kart ist. Ja. Bei deinem Mario Kart Zeitreise-Video, was auch immer, hast du gesagt, dass du auch damals in Mario Kart 64 Bowsers Festung gar nicht so beeindruckend fandest, ne? Richtig, ja. War mir genauso. War halt so, ne? Irgendwie der Kurs ja, war da. Ich weiß nicht, was es ist, aber hier in Mario Kart Wii kommt mir der Kurs einfach viel besser vor als damals auf dem N64, obwohl er fast identisch ist. Ja. Ich meine, er ist ein bisschen breiter und ein bisschen, ja, vielleicht ein Tick länger oder so, aber ansonsten der gleiche Kurs. Und trotzdem irgendwie angenehmer. Vielleicht auch wegen der Fahrerei, weil man anders steuert. Ja, das ist zum einen vielleicht jetzt auch ein bisschen was mit dem Retro-Aspekt an sich zu tun, dass plötzlich man so denkt, oh ja, Retro-Kurse sind ja irgendwie ganz hübsch und nett und so. So, dass man so ein bisschen in Erinnerung schwelgt, keine Ahnung. Mario Kart 64 war ja auch einfach toll. Ja, auf jeden Fall. Absolut super Spiel. Von daher. Der Scream ist aber auch mit Vivil unterwegs. Der fährt mit Vivil, echt? Ja. Okay. Und der hält sich locker auf Platz 1. Ja, hat ja auch 8000 Punkte. Irgendwas muss er ja können, wenn er mit dem Ding fährt. Bist du jemals exzessiv mit Vivil gefahren?
Ich bin einmal überhaupt mit Vivil gefahren, versehentlich in der Aufnahme, und ich hab's sehr bereut. Versehentlich? Ja, ich gehe, wenn ich direkt vor einer Aufnahme mal Freundescodes noch schnell adden muss oder so, schließe ich meinen Nunchuk ab. Ja. Weil es mit der Wii-Fernbedienung meiner Meinung nach einfach schneller geht, wenn ich nur die benutze. Okay. Dann benutze ich einfach das Steuerkreuz zum Eingeben, und das finde ich super. Und ich habe dann vergessen, das Nunchuk wieder anzuschließen, habe den Raum gestartet und erst im ersten Rennen gemerkt, dass ich die falsche Steuerung habe. Also, dass ich immer noch keinen Nunchuk dran habe. Und dann darfst du ja die Steuerung für den ganzen Grand Prix nicht mehr ändern. Also, selbst wenn ich dann Nunchuk anschließe, dann sagt das Spiel mir, nehmen, mach mal wieder Steuerung normal hier. Okay. Und das war der schlimmste Grand Prix meines Lebens. Das ist eigentlich damit, ja? Eigentlich faszinierend. Ich meine, das Mario Kart Wii selber kam ja auch nur im Bundle raus, ne? Mit Wii Wheel und so. Und wurde ja von Nintendo auch ganz groß angepriesen und so weiter, aber irgendwie. Du wirst lachen, ich habe nicht mal ein Wii Wheel. Okay. Ich habe mal ein Mario Kart Wii gebraucht auf eBay gekauft. Ja. Und dann stand dann auch dabei mit Wii Wheel oder so, und der war nicht dabei und es war mir von Anfang an relativ egal. Okay, alles klar. Ich war zwar überrascht, dass die Beschreibung dann nicht gestimmt hat oder dass der Mensch das vergessen hat mitzuschicken oder was auch immer, aber wen stört? Ich benutze ihn eh nicht. Ich glaube, ich habe meinen Wii-Wheel nicht mal ausgepackt. So viel dazu. Es war immer noch die ganze Zeit in der Verpackung drin. Ja, da sieht man mal, wie oft man das Ding braucht, ne? Ja, finde ich gar nicht. Und du fährst mit Classic oder mit GameCube? Na, jetzt mittlerweile, weil ich mal zu faul bin, die alte Wii halt anzuschließen, mit Classic Controller auf der Wii U. Du spielst auf der Wii U, stimmt. Ja. Und ja, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Also klar, früher nur GameCube-Controller, was anderes gab's für mich einfach nicht. Das brauchte ich für dieses Spiel. Aber mittlerweile habe ich mich an Classic Controller eigentlich weitestgehend gewöhnt. Ja, also das mit dem GameCube-Controller, das habe ich zwischendurch mal ausprobiert, gibt es auch ein Video davon, wo ich gedacht habe, jetzt fahre ich einfach mal online ein Grand Prix mit dem Ding, und ich habe mich so über das Teil aufgeregt, das ist Wahnsinn. Was ich einfach nicht verstehe, der Controller hat 10 Knöpfe oder mehr und man legt den Wheelie und die Stunts auf das Steuerkreuz. Ja, das ist unglücklich. Unglücklich ist ein interessantes Wort dafür. Ja, das war immer auch das, was von Anfang an die Leute da bemängelt haben. Aber mein Gott, irgendwie, man kam halt damit klar, wenn man sich erstmal so ein bisschen reingefuchst hat. Ja, aber ich meine, zähl das mal zusammen. Ne? Du hast mindestens 10 Knöpfe. Du brauchst einen Knopf für Gas geben, für Bremsen, für Rückspiegel und einen für Stunts und Wheelies. Hm. Das wären 4 Knöpfe. Da wären also definitiv genug da gewesen. Ich kann das nicht verstehen, was das für eine Entscheidung war bei Nintendo, wo sie gesagt haben, ja, wir machen das auf jeden Fall auch Steuerkreuz. Dass man nicht mal die Steuerung dann umstellen kann, das wäre gut bei Mario Kart 8, fände ich. Wenn man individuelle Steuerung machen kann. Das wäre für jedes Spiel, glaube ich, ein Vorteil. Hatten sie das nicht sogar bei Smash Bros. Brawl? Bei Brawl absolut, ja. Da kannst du ja aussuchen, mit was du das Ding steuerst, und du kannst die Steuerung komplett einstellen, wie du gerade Lust hast. Hm. Fand ich sehr gut. Ja, wenn sie sowas für Mario Kart 8 auch machen würden, wäre nicht schlecht. Da wäre zumindest jeder glücklich, oder man könnte jeden glücklich machen, sagen wir es mal so. Bin ja auch gespannt, ob man mit den Schultertasten Gas gibt oder ganz normal mit A oder B. Also. Ich bin gespannt, ob man wieder mit Wiimote und Nunchuk fahren kann, wenn man das will. Eigentlich ja, glaube ich. Ich meine, prinzipiell funktioniert die Steuerung ja an der Wii U. Aber ich glaube, sie bieten wieder so ziemlich jede Controller, also Steuerung an. Ob du ein Gamepad oder Pro-Controller oder ja, Wiimote und Nunchuk. Ich nehme mal an, das wird funktionieren. Ich kann mir nicht vorstellen, die ganze Zeit bei Mario Kart Wii dann, bei Mario Kart 8, dieses riesige Controller-Ding sie mit Touchscreen da anzuhalten, vor allem, weil ich es nicht bräuchte. Andererseits sind da ja auch Anzeigen drauf, ne, über die Items, was der Gegner hat und wo, wie die Positionen sind, und ich glaube, eine Map oder was soll alles drauf sein. Ja. Wäre auch doof, wenn man das dann nicht hat, ne? Wenn man das auf dem Fernseher nicht hat und den Controller nicht benutzt, ist irgendwie ein Nachteil. Muss man sich dann eigentlich zusätzlich irgendwo hinstellen oder so? Das könnte man bei Sonic All-Stars Racing Transformed machen. Da war ja auch eine Zusatzmap und so weiter irgendwie auf dem. Nee, war ein Rückspiegel? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Für irgendwas war der zweite Bildschirm jedenfalls gut. Und ich habe bei manchen, also von manchen Leuten in Foren gelesen, dass sie den Controller dann einfach neben den Fernseher gestellt haben, damit sie gleichzeitig noch den Blick darauf haben.
aber das Spiel selbst dann eben mit, ja, mit einem anderen Controller gespielt haben. Die Anzeige hat es dann trotzdem auf dem Gamepad. Ist auf jeden Fall eine Lösung, aber an sich eigentlich unnötig, ne? Ja. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, von wegen hier komisches Gamepad und unnötig. Du hast das Gerät jetzt seit 1,5 Jahren, ne? Die Wii U. Ja. Ja. Hast du mittlerweile rausgefunden, wofür das Gamepad gut ist? Du meinst jetzt wegen des mehr oder weniger brauchbaren Touchpads oder... Überhaupt, ich meine, warum muss man einen Bildschirm in der Hand haben? Warum muss man ein Handheld in der Hand haben, um an der Konsole zu spielen? Ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe meine Wii U jetzt noch nicht so lange, okay, aber ich habe es noch nicht verstanden. Eigentlich ist der größte Vorteil dieses Controllers, dass du tatsächlich kleinere Spiele unabhängig vom Fernseher spielen kannst. Und wann machst du das? Für DuckTales Remastered habe ich das ein paar Mal gemacht. Echt? Ja. Okay. Ja, aber wirklich, wenn ich dann noch nebenbei irgendwas im Fernsehen gucken wollte oder so. Und dann nebenbei auch trotzdem noch Lust hatte, irgendwie was Kleines zu spielen. Also dann habe ich das gemacht, ja. Ansonsten, ja, bietet sich eben bei ein paar VC-Titeln an, aber mein Gott. Ja, also ich sehe mittlerweile wirklich immer noch keinen Grund, warum ich das Ding unbedingt so gebraucht hätte. Das einzige Gute, was ich wirklich dem Controller, dem Gamepad, wie auch immer, zugute halten muss, wirklich, es ist eine Fernbedienung für meinen Fernseher, das ist okay. Die Funktion benutze ich nicht mal. Okay. Ich habe es damals eingestellt, es würde funktionieren, ja, aber benutze ich nicht, nö. Naja, also wenn ich Wii U spielen will und ich brauche sowieso das Gamepad, dann hole ich es mir aus meinem Regal hier und dann stelle ich damit auch einen Fernseher ein. Das ist super. Ansonsten ist das Gamepad natürlich auch ganz witzig, wenn du noch irgendwas Kleines oder so im Internet machen willst, ne? Irgendwelche, weiß ich nicht, YouTube-Videos gucken oder... Ja gut, das dafür habe ich einen Computer, so. Ne? Ja, wenn du den Computer jetzt gerade nicht anhast oder so, geht schon schneller, wenn man einfach das Gamepad dann anmacht. Okay, da spreche ich jetzt nur für mich, aber das kommt bei mir nicht vor, dass ich den Computer nicht anhab. Also wenn ich da bin, dann ist auch der Computer an. Multimedia-Haushalt. Ja. Beherrschst du die Abkürzung hier in Vulkangrollen? Also beziehungsweise den... Den steht am Anfang? Nee. Springen über die Lava und lass dich dann an der richtigen Stelle wieder von Lakitu absetzen. Den habe ich nie geübt. Ich kannte eine bessere Abkürzung, die ich mir im Internet angeguckt habe, an im Prinzip der gleichen Stelle. Und zwar ist da im Moment noch dieser Vulkanberg in der Lava oder so. Ja. Im normalen Modus wäre der rechts, jetzt muss er wohl links sein, nehme ich an. Und dort kann man drüber fahren, wenn man Pilze hat. Okay. Du kannst mit einem Pilz, kannst du da drüber springen, mit einer würde theoretisch reichen, und kannst dann über diesen Berg drüber fahren und kommst auf der anderen Seite an, ohne dass du in die Lava fällst. Und das fand ich ziemlich genial. Habe ich mal ein paar Mal geübt und das ist eigentlich sehr leicht, aber ich habe es so lange nicht mehr probiert, dass ich gar nicht mehr wüsste, wo ich anfahren muss. Kann es sein, dass KJ Selim irgendwie zu dir gehört? Ja, jetzt wo du sagst, ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber der Name KJ Selim eindeutig. Ja, der dümpelt. Ich meine, KJ kennst du ja auch, ne? Ja, ja, der dümpelt hier hinten bei mir rum, deswegen. Okay. Ja, dann mal einen Gruß an Selim. Vielleicht kommt ja noch mehr KJler. Oh, blauer Panzer, na toll. Ja, wo waren wir? Weiß ich gar nicht. Achso, Abkürzungen, Vulkanrollen und so. Das sind ja, ja gut. Die Abkürzungen gebe ich aber aus der Festung 3, die hatte ich mir irgendwann mal beigebracht, dann wieder verlernt und dann keine Lust mehr gehabt, mich nochmal hinzusetzen und das zu trainieren. Ja, und Vulkanrollen, keine Ahnung. Da hatte ich nie das Verlangen zu. Ja, also Bowsers Festung 3, das ist eine Abkürzung, die muss man regelmäßig üben, sondern man so ruckzuck wieder verlernt. Ja. Also wie ich noch versucht habe, Zeitfahren zu machen, da habe ich die auch eine Zeit lang gekonnt, aber ich könnte sie jetzt nicht mehr. Mit viel Glück vielleicht mal einmal oder so, aber das war es dann auch schon. Oh Mann, im Moment geht gerade alles in die Hose. Seit du mich in die Lava geschubst hast, geht hier alles unter. Entschuldigung. Warum? Ich krieg einen Looper des Grauens auf Platz 6, na super. Gott, was noch? Abkürzungen. Was muss man für Abkürzungen können? Auf Pilzschlucht der Gap-Jump, den finde ich eigentlich mittlerweile ganz okay. Der klappt so in 33% aller Fälle oder so. Das ist immerhin schon mehr, als ich von Bowsers Festung sagen könnte dann. Okay. Ja, Vulkankrollen. Ich könnte jederzeit aus dem Kopf raus problemlos mit jedem Charakter hier den Cheat fahren. Also den Glitch, aber Abkürzungen könnte ich gar nicht. Hm. Mensch, 82 Punkte verloren.
meine, glücklicherweise haben sich die meisten Dinge jetzt auch nicht so wirklich online hundertprozentig eingebürgert. Also für einen normalen Online-Modus brauchst du es auch nicht unbedingt. Und Glitches sind ja sowieso verpönt, also wer macht das schon? Ja, du, also ich, ehrlich gesagt, da jetzt hier zweimal hintereinander Vulkangrollen gewählt wurde, bin ich schon schwer überrascht, dass hier niemand geglitscht hat. Ja. Das ist eigentlich so eine Strecke, wo man ab und zu mal wirklich Leute hat, die wählen nur Vulkankrollen, um den Glitch zu fahren. Und die wählen dann auch nichts anderes den ganzen Abend. Wobei ich glaube, das war wirklich in der Anfangszeit beliebter, als der Glitch halt gerade irgendwie in Mode gekommen ist. Wo man das jetzt auch haben wir dreimal. Ja, Scream ist ganz toll, der mag diesen Kurs. Ist ja meistens so, wenn irgendwas neu die Runde macht oder so, dass dann alle Leute das ausprobieren müssen. War bei Mario Kart 7 und den Wuhu-Strecken ja genauso, wo es da die Glitches gab. Dass alle Leute nur noch das gewählt haben online. Ging einem auch Keks. Kanntest du eigentlich damals bei Mario Kart 64 die ganzen Glitches? Naja, was man eben dann so aus Zeitschriften oder dergleichen erfahren hat, ne? Ich meine, früher war das ja sowieso noch ein bisschen komplizierter, das hatte man noch kein Internet. Das heißt, da hat man nur durch Zufall dann solche Dinge irgendwie rausgefunden. Also ich kannte nicht einen Glitch bis YouTube. YouTube ist sehr lehrreich in der Hinsicht. Okay. Aber ich kannte zum Beispiel die Abkürzung, die du auch in deinem Video gezeigt oder beziehungsweise versucht zu zeigen. Ach, Mann, ist das ein Satz. Also die Abkürzung, die du gezeigt hast oder versucht hast zu zeigen, die kannte ich. Beispielsweise auf Wario Stadium über die Mauer springen. Das geht übrigens problemlos ohne Pilz. Ja, wurde mir hinterher dann auch geschrieben, ja, das, ich glaube, man müsste nur den Drift-Turbo da eben entsprechend erwischen. Nö, brauchst du auch nicht. Auch nicht? Das ist eine reine Timing-Sache. Du könntest dich im Prinzip auf so einen Hügel draufstellen, Anlauf nehmen und einfach gegen die Wand springen. Das ist nur genau das richtige Timing, das du brauchst, und dann kommst du da drüber. Okay. Und der Sprung muss einfach vom Timing her richtig sein, dann passt das. Ja, und gleiches gilt für Regenbogen, Boulevard, Rainbow Road, wie auch immer sie heißen mag. Also der Sprung da am Start, mit dem man die halbe Bahn abkürzen kann, der geht auch ohne irgendwelche Items. Und die kannte ich aus einem Nintendo-Video, diese Abkürzung. Ja. Ja, gut, muss man sich dann entsprechend nur eben beibringen, ne? Ja. Also ich hab's aus dem Stand jetzt einfach versucht für die Videos. Ich habe mich nur daran erinnert, dass es noch einigermaßen ging, deswegen. Ja, also die auf Rainbow Road würde ich auch nicht hinkriegen, aber die auf Wario Stadium jederzeit. Ich glaube, da gab es aber sogar noch eine extra Abkürzung, ne, bei Wario Stadium. Also einmal am Anfang über den Hügel, aber dann konntest du irgendwie auch direkt schon wieder zurück oder so. Sodass ja, du für eine Runde auch nur 10 Sekunden oder so brauchst. Das habe ich gesehen bei Speed Demos Archive, bei den ihren Speedruns von Awesome Games Done Quick, glaube ich, dieses Jahr war einer dabei, der genau das versucht hat und auch gemacht hat, zumindest eine Runde. Mhm. Das ist aber ein Sprung, der ist nahezu unmöglich. Also der ist quasi, wie sie immer sagen, Frame perfekt. Also wenn du da nicht genau in der richtigen Millisekunde springst, dann kannst du den gar nicht schaffen. Der blaue Patzer war unnötig, aber ich bin trotzdem Erster. Ja, also dass man mich in die Lava geblitzt hat, war auch unnötig, aber ja. Vierter. Mensch, ich mag keinen Vulkankrollen mehr. Können wir mal was anderes fahren? Vielleicht überlegt Scream es sicher. Yama Master. Und Kaio Ziele. Hat ein paar Punkte. Und ich verliere nur noch. So ein Skandal. Ich bin ganz froh, dass ich mein Punktekonto mal wieder aufstocken kann. Erinnerst du dich noch an dein. Nee, hattest du schon mal 9999? Ja, oder? Nö, nie. Nicht? Nö, entweder ich bin in einem Raum, wo die Leute alle so schwach sind, dass ich so gut wie gar keine Punkte kriege, aber dafür unendlich Punkte verliere, wenn ich mal zum 100. Mal auf Luigis Piste verliere oder so. Das ist ja normal, ne? Also wenn du mit diesen absoluten totalen Noobs unterwegs bist, die alle zwischen 4.000 und 5.000 Punkten haben, dann wählen die auch nur Luigis Piste und Kumu Farm und dort kannst du auch mal verlieren. Und dann verlierst du letzten Endes mehr Punkte, wie du sonst zwischendurch gewinnst, wenn du immer nur Erster bist. Ja. Und ansonsten sieht es normalerweise so aus, dass ich mich bis auf ein Niveau von 9.000 ein paar gequetschte hocharbeite und dann kommt irgendwas, wodurch ich unendlich Punkte verliere. Entweder ein Cheater, wo ich dann den Raum verlasse, oder ich bin in einem Raum mit lauter Profis, die mich alle abziehen, wobei das jetzt schon lange nicht mehr vorkam, zugegebenermaßen, oder sonst irgendwas. Also ich habe nie die richtigen Leute, um 9.999 Punkte zu erreichen.
entweder viel zu schwach oder viel zu stark. Für uns war das damals im Clan ja irgendwie so eine kleine Challenge. Wer bekommt das als erstes hin? Und es war einfach im Endeffekt eine Fleißarbeit, natürlich. Klar, das kann ich mir gut vorstellen, dass das damals sehr interessant war. Ich habe es auch am Anfang hier versucht bei Mario Kart Wii. Aber es war irgendwann klar, dass es nicht erreichbar ist, weil ich wirklich viel zu viel Pech mit den Leuten habe. Wenn ich immer in einem Raum wäre, wo lauter 8000-Punkte-Spieler drin wären, dann würde ich die 9990 Punkte mit Sicherheit leicht erreichen. Aber so? Teilweise könnte man sich natürlich auch ein bisschen absprechen und so ein bisschen gegenseitig helfen, was das angeht. Aber das war dann unehrenhaft. Ja, in deinem Let's Play hast du es ja problemlos geschafft. Ne? Da bist du ja sogar mit Abonnenten gefahren und hast trotzdem deine 10.000 erreicht. Ja. So richtig problemlos war es nicht. Ja, also in den paar Parts, wo du es dann am Schluss, glaube ich, drauf angelegt hast, da ging es ja dann recht fix. Bist du gerade Erster? Ja. Dann sollte ich den blauen Panzer vielleicht nicht gerade schießen. Weiß ich nicht, nur wenn du willst. Fall mal ein Stück zurück. Und jetzt? Okay, ist unterwegs. Profitiert sogar Selim davon. Der dürfte jetzt nämlich auch eins sein. Dann tut's mir leid für Selim, aber dann hat er halt mal gelitten. Ich fass es nicht, die sind alle schneller als ich. Ich fahr schon hier nur mit Pilzen rum und trotzdem alles schneller. Nee, Selim ist jetzt auf 1, also du hast Yama Master getroffen. War schon alles richtig. Du hast alles perfekt gemacht. Ja, dann hoffen wir mal, dass sich das dann auch bei Gelegenheit wiederholt, ne? Wir haben ja noch was vor das Wochenende. Ja, richtig, genau. Unsere Mario Kart Wii Geschichte. Stream. Zu viert. Wieder. Wahrscheinlich, ja, seien wir mal ehrlich, es wird der letzte Stream sein. Ja, es wird wohl nicht mehr dazu kommen. Ne? Vor der Serverabschaltung. Also, das müssen wir nochmal entsprechend zelebrieren. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Und wir müssten ja eigentlich dafür sorgen, dass wir ungeschlagen bleiben, ne? Das wäre der Idealfall, ja. Sonst müssen wir irgendwie, naja, mal gucken, was für Leute dann tatsächlich kommen. Wäre aber ein glorreiches Finale. Wahrscheinlich wollen sie es uns dann so richtig zeigen. Aber wir haben Sozi in unserem Team, also von daher, es passt. Genau, das sind Chancen vorhanden. Kann nur gut werden. Ja, steht bei dir Mario Kart Wii technisch noch irgendwas auf deinem Kanal großartig an jetzt, in den letzten Tagen, oder? Ja, also ich habe jetzt schon sehr lange kein Mario Kart Wii mehr aufgenommen. Eigentlich müsste ich schon längst mal nochmal einen Termin machen, aber so ein großes abschließendes Finale habe ich nicht mal geplant. Ich wüsste auch gar nicht, was ich machen sollte. Ja, also die Idee, was du jetzt gemacht hast, das finde ich eigentlich sehr gut, aber das jetzt einfach kopieren wäre erstens doof und zweitens nicht möglich, weil ich das Spiel nicht habe. Ja, was kann man halt machen? Abonnentenabend oder irgendwie sowas, ne? Vielleicht noch tatsächlich anrichten. Ich meine, du hast doch schon erwähnt, dass du prinzipiell versuchen könntest, bis zum Ende, bis die Server abgeschaltet sind, online zu bleiben und gucken, wann es dann letzten Endes passiert, ne? Richtig. Aber dann habe ich mir die ganze Geschichte nochmal durch den Kopf gehen lassen und überlegt, die Serverabschaltung findet ausgerechnet an einem Dienstag statt. Oh. Das lässt sich, also so geil ich die Idee an sich auch finde, aber zum einen wären da sowieso nicht so viele Zuschauer live dabei, seien wir mal ganz ehrlich, weil in der Nacht von Montag auf Dienstag, wer tut sich das an? Und zum anderen, ja, muss ich halt selber arbeiten und extra dafür Urlaub nehmen, ist halt, nee. Ja, also ich kann es verstehen, aber prinzipiell, ein paar Leute hatten ja auch, glaube ich, geschrieben, ja, ich studiere sowieso, dann bin ich halt mal morgens nicht da oder so irgendwas, ne? Also für die Studenten oder Arbeitslosen wäre das schon noch eine Option. Das wäre eine super Idee, wirklich, ja, aber wie gesagt, das werde ich persönlich nicht hinbekommen. Also wenn du das machen willst, gerne. Du hast meinen Segen, wirklich. Als nachts um zwei noch Mario Kart Wii zu spielen. Du hast meinen Segen. Das ist aber schön. Die Idee an sich ist ja auch wirklich genial. Vielleicht zieht sich das ja sogar bis in den Nachmittag hin. Man weiß es ja nicht. Also. Ja, das könnte dann auch eine sehr lange Nacht werden. Unter Umständen, ja. Wahrscheinlich kriegst du dann schon auf dem letzten Zahnfleisch und denkst dir die ganze Zeit, wann schalten sie endlich die scheiß Server ab? Ja, dann sollst du noch unterhalten bleiben dabei, ne? Dann geht das noch bis zum 21. oder so.
Ja Mensch, was ist denn jetzt auf einmal los? Vorhin die letzten paar Bahnen Vulkankrollen und Kumu-Farm, da haben die mich alle fertig gemacht wie sonst was und jetzt haben wir wieder einen riesen Vorsprung. Nur weil es keine Lackerbahn ist oder was? Uiuiui, riesen Vorsprung und den habe ich mal voll verkackt. War ich dir im Weg? Nö, ich hasse die Pilze einfach. Das beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit, die hassen dich auch. Ja, ich glaube auch. Du bist aber noch Zweiter, ne? Ja, noch. Ja, passt schon. Ja. Ist in Ordnung. Kann man mal so mitnehmen. Gut. Tja, ich bin jetzt so ein bisschen im Überlegen, weil wir nehmen jetzt tatsächlich schon eine Stunde auf. Ach ja, jetzt wo du sagst, ich weiß gar nicht mehr. Wie die Zeit vergeht, dumpti-dumpti-dumm. Ja, wir können ja nochmal N64 Bowser wollten wir ja doch nochmal, oder? Ja, ich wähl's schon die ganze Zeit, aber es will nicht. Ja, dann machen wir mal, bis es kommt. 20 Rennen später. Ja, das könnte dauern, aber wir sind ja nur noch zu sechst. Vielleicht haben wir da eine Chance. Richtig. So, du spielst jetzt auch mal. Dann sollte der Plan ja hoffentlich aufgehen. Und ja. Ich weiß übrigens zu dem Zeitpunkt noch nicht, wann ich dieses Video hier hochlade. Das heißt, unter Umständen werden die Zuschauer dann vielleicht nicht mal mehr Mario Kart Wii spielen können, zumindest online, ich weiß es nicht. Wird eine schwere Zeit. Aber das Schöne wird ja kommen, hoffentlich. Ja, du hast doch jetzt auch verlängertes Wochenende, oder nicht? Da hast du ja viel Zeit für Videos zu bearbeiten. Ja, das sowieso. Oder zum Aufnehmen, wie auch immer. Und ich meine, naja, gut. Das Ganze soll ja auch tatsächlich ein bisschen der Vorfreude dienen, ne? Mario Kart 8 und so. Wuhu. Genau. Wir verabschieden uns von meinem Spiel und begrüßen mit freudiger Erwartung das neue Spiel. Und dann, ja, Ende des Monats. Ja, passt schon. Und dann Ende des Monats, da hauen wir uns nochmal die Panzer untergleichen. Auf der Wii U um die Ohren. Mhm. Ja, da müsste man ja uns ja eigentlich auch mal überlegen, wenn es soweit ist, ob wir dann nicht auch mal mit Mario Kart 8 am Anfang irgendwann was zusammen machen wollen, ne? Wenn wir die ersten Eindrücke haben, wenn wir alle unsere Offline-Sachen schon erledigt haben oder so, dass man dann sich nochmal zusammensetzt. Ja, würde sich bestimmt anbieten. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir jetzt nur wegen Mario Kart Wii immer 4er-Streams machen müssen. Könnte man ja vielleicht dann auch eben für Mario Kart 8 wiederholen oder dann eben nur zu zweit oder zu dritt irgendwas machen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es bei den anderen ist. Hat Sozi eine Wii U oder hat er vor, sich eine zu holen? Sozi hat eine Wii U, ja. Ja, und wie ist es bei Trizer? Trizer auch eine Wii U. Ja, dann sind wir ja eigentlich alle gut versorgt. Richtig. Und so wie ich das mitbekommen habe, holen sich auch alle direkt zum Release Mario Kart 8. Wäre also kein großes Problem an sich, ne? Nö. Also erstmal ein bisschen an die Strecken gewöhnen, ein bisschen so für sich Let's Playen und dann kann man sich ja mal zusammen in den Raum setzen und gucken, was passiert. Genau. Und ja. Dann muss eigentlich nur auf der Online-Modus stabil funktionieren und dann passt das. Ja, das wäre mal sehr wünschenswert, wenn endlich die Wi-Fi-Connection funktionieren wird zur Abwechslung. Oder wie auch immer sich das jetzt bei der Wii U nennt. Ja, ich bin da halbwegs guter Dinge. Ich meine, so an sich, ich meine, okay, ja, es gibt nicht viele Online-Services für die Wii U momentan, auf die Nintendo 8 geben muss. Aber ja, das, was so allgemein da ist, das funktioniert ja eigentlich. Bin ich der Meinung. Ja, also ich benutze eigentlich nichts davon. Ich habe ja bei mir, ich habe mir ja die Wii U Premium Black Dings mit Wind Waker HD gekauft. Mhm. Und Wind Waker HD wäre zum Download gedacht. Und ich habe es noch nicht mal runtergeladen bis jetzt. Oh Gott. Also ich habe noch gar nichts online mit dem Ding gemacht, außer Miiverse angeschaltet. Das war nicht nur online dabei? Also so ganz ja, cool. Das ist nur zum Download. Ich habe einen Download-Code und kann das runterladen. Boah. Damit mal irgendjemand den eShop benutzt, habe ich so das Gefühl. Ich meine, okay, ja genau, das kann ich dir ja spoilern. Das ist nämlich eine ziemlich coole Sache eigentlich. Die Erstkäufer von Mario Kart 8, ne? Also diejenigen, die das Spiel in den ersten 2 Monaten auch bei Nintendo.de registrieren, eben auf der Webseite. Die bekommen noch einen Download-Code von einem anderen Wii U-Spiel geschenkt. Okay. Mhm. Das ist ja mal eine geniale Sache. Da würde es ja fast lohnen, sich dort zu registrieren. Richtig. Ist halt die Frage, was für ein Wii U-Spiel wird das dann sein? Die haben 8 Spiele zur Auswahl.
ich meine, sind gängige dabei, gängige in Anführungszeichen, wie Pikmin 3, Monster Hunter 3 Ultimate, Nintendo Land, Wonderful 101. Das wäre eine Option. Sonic Lost Worlds, Wii U Party. Ja, auf den Rest komme ich jetzt nicht. Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Also bei Wonderful 101 habe ich eh schon zu Release der Konsole drüber nachgedacht. Das sollte ja eigentlich auch schon zu Release oder so erscheinen ursprünglich. Da habe ich schon überlegt, ob das Spiel nicht vielleicht was für mich sein könnte. Aber ja, wenn man das so geschenkt kriegen würde auf dem Weg, wäre ja eigentlich ziemlich cool. Mhm. Dann eben auch als Download-Code und dann kannst du runterladen und ja. Ich glaube, ich tendiere auch zu Wonderful 101. Ja, ich meine, Nintendo Land hast du ja schon. Das würde sich nicht lohnen. Richtig, ja. Monster Hunter habe ich auch. Pikmin 3 habe ich auch. Stimmt. Also, Pikmin 3 hast du auch? Ja, habe noch nicht gespielt. Noch nicht gespielt? Ich hab's halt hier. Ja, also ich habe jetzt besitzt eine gigantische Wii U-Sammlung. Ne? Ich habe Super Mario's 3D World und das Spiel musste ich unbedingt haben. Hm. Das habe ich mir halt dazu gekauft zur Konsole und ich hätte theoretisch Wind Waker HD, wenn ich es wollte. Theoretisch. Wind Waker HD lohnt sich aber, das musst du irgendwann mal spielen. Also Wind Waker wollte ich an sich schon immer mal irgendwann nachholen. Das nehme ich mir seit 10 Jahren vor oder so, dass ich den irgendwann mal nachhole. Vor allem seit ich eine Wii habe, war es ja kein Problem mehr. Gamecube-Controller hätte ich gehabt, wäre alles gar kein Problem, aber es hat mich nie richtig angezogen. Und auch wenn ich mir jetzt deine Videos angucke, ich gucke ja auch dein Wind Waker HD Let's Play, weil muss ja und so, es spricht mich nicht so richtig an, das Spiel. Die Musik ist unheimlich schön beim Segeln, kriegt man halt im Let's Play nicht so sehr viel von mit, aber ist trotzdem so mit das Schönste bis jetzt, was ich am ganzen Spiel mitgekriegt habe. Und ansonsten sieht es einfach nur furchtbar aus. Also HD bringt bei dem Spiel überhaupt nichts, weil die Texturen sind nicht wirklich so, dass sie HD bräuchten. Und es ist so gestreckt. Diese Segelei ist unnötig wie die Nacht, so wie bei Skyward Sword die Fliegerei. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Es zieht mich nichts zu dem Spiel hin. Aber es sieht knuffig aus. Ach ja, wenn ich an diese Orni denke oder wie sie heißen, die sind so hässlich. Da habe ich mich schon früher immer gefragt, was das für... Also diese, wie heißt die kleine Tetra oder wie? Nee, das war die... Das war die Piratenbrauch. Wie heißt ja. Die kleine, Mensch, dieses Orni-Kind? Melody? Nee, irgendwas mit Melody, ja doch, das könnte hinkommen. Ne? Da habe ich mich schon früher, wenn ich die auf Bildern gesehen habe, immer gefragt, was soll das für ein hässliches Vieh sein? Aber okay, ja. Wind Waker ist durchgehend hässlich für mich, also was Schlimmeres habe ich noch nicht gesehen. Und dabei kann man mit Cell-Shading so schöne Sachen machen. Was würde dir spontan für ein Cell-Shading-Spiel einfallen? Ohne drüber nachzudenken, One Piece Pirate Warriors. Okay, ja. Absolut genial. Hast du gespielt auf der PlayStation 3? Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es ja bei dir teilweise gesehen. Ja, also ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen, nachzuholen, wenn du auch so Rumprügelspiele stehst. Das ist extrem geil und der Look ist absolut ein Hit, finde ich. Oder, ja, was ich noch hier rumliegen habe für den Gamecube noch. Naruto Clash of Ninja. Das ist... Wow. Okay, das ist auch ziemlich cool von der Optik her. Und es gibt bestimmt genügend andere Beispiele. Du hast doch auch One Piece Unlimited Cruise oder Ultimate Cruise oder wie heißt es gespielt. Sieht auch schön aus. Oder Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi. Das ist doch alles Cell-Shading. Das heißt mal, also für diese Manga-Anime-Spiele, da bietet sich das auch voll an, ne? Ja, aber warum hätte man nicht ein Zelda-Spiel im Manga-Anime-Look machen können? Tja, das... Also dieser Pseudo-Cartoon-Look, der aussieht, als wäre es von einem Dreijährigen gezeichnet, der gefällt mir einfach nicht. Ja, das wird das große Mysterium der Zelda-Entwickler sein. Ich bin jetzt übrigens aus dem Raum rausgegangen, weil wir Bowser's Festung ja jetzt hatten. Ja, ich bin jetzt dummerweise auf Nexus gegangen, aber ist auch egal. Ich muss diese Schande jetzt wieder ausbügeln hier, dass ich Fünfter war. Ja, du hast noch ein bisschen Zeit. Bis zum 20. Mai. Dann musst du deinen inneren Seelenfrieden mit diesem Spiel geschlossen haben, weil danach, ja, dann hast du keine Chance mehr. Also streng dich entsprechend an. Ja, da ist noch ein bisschen Zeit, da wird noch ein bisschen was gehen, ne? Genau. Gut, ja. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, das Video hier mit dir zusammen zu machen. Ja, mir auch. Ein bisschen über Mario Kart und allgemein Nintendo zu schnacken. Ja, war sehr unterhaltend. Also, auch ohne zuzugucken. Und
ja, vor allem ein bisschen Mario Kart Wii zu spielen. Wie gesagt, bis zum 20. Mai funktioniert das alles noch. Danach erstmal Serverabschaltung und ja, die große Durststrecke bis zum 30. Mai, bis Mario Kart 8 dann erscheint. Und wo da, ja, da freuen wir uns irgendwie alle ganz doll arg drauf. Und ja, dann bedanke ich mich an der Stelle dafür, dass du hier da warst, das zusammen mit mir gemacht hast, den ganzen Spaß hier. Ja, nix zu danken, jederzeit gerne. Besuch den Nixon auf seinem YouTube-Kanal, weil hat er verdient und so. Und macht ganz schnupsige Videos. Und ja, ansonsten soll es das an der Stelle dann einfach mal gewesen sein. Ich war der Haringway. Und jo, und ich war der Nixon. Ich bin gerade abgelenkt, Ghost Valley 2. Und wir sagen jetzt an der Stelle einfach mal Tschim mit Ö. Jo, macht's gut. Und ciao.